Servus, grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schoki Banuki auf der Fahrt, oder wie heißt der Rotz? On the road. Habe ich doch gesagt. Mit dabei wieder Pujanczowski und Sascha Niski. Servus, ja. Sascha. Ja, Sascha Witsch. Und wir haben noch einen versteckten Gast. Ja. Thorsten, sag mal hallo. Bring out hallo. The Gimp. Genau. Ja. Und hier kommt unsere nächste Frage. Warum, lieber Sascha, werden bei einem Schwertfisch zwei Muskeln um 15 Grad wärmer als seine Körpertemperatur? Zwei Muskeln. Mhm. Ist es der Kaumuskel, wenn er zwei Muskeln. Ist es der Kaumuskel? Ist einer davon der Kaumuskel? Nein. 15 Grad Wärme. Warum werden die wärmer? Weil er warme Muskeln bedeutet, dass er entweder sinkt oder aufsteigt, wenn er sich. Hast du schon mal einen Fisch singen hören? Oder? Sinkt. Achso. Mit G. Ja, also zinkt. Wenn er sinkt, wenn er sinken möchte, macht er die Muskeln irgendwie durch. Ja, mach mal vor. Bewegung. Also das ist der Hühnerfisch, ja? Das ist der Hühnerfisch, genau. Mhm. Macht er durch Bewegung, macht er die Muskeln wärmer als seine Körpertemperatur und dadurch sinkt er oder steigt auf im Wasser. Ich gebe dir mal einen Tipp. Schwertfisch. Der Name hat nichts damit zu tun. Na super. Dann hat es also nichts mit seinem, Schwert zu tun. Aber der, macht er die Muskeln von sich aus wärmer oder ist es einfach, also kann er das kontrollieren, der Schwertfisch? Du meinst, er hat einen Thermostat irgendwo im Körper, dreht dann rum und dann werden die beiden Muskeln werden dann wärmer? Nein, das nicht. Also kann sein, aber ich bin kein Fischologe. Ich weiß es nicht. Nee. Also sag mal nein. Er macht es nicht mit Absicht, um etwas zu erreichen. Nein, das ist eher die Reaktion darauf oder die Folge sozusagen. Ja. Die Natur hat es extra so gemacht. Die Natur hat gemacht, dass die Muskeln wärmer werden als seine Körpertemperatur. Und was passiert denn bei einem Sportler? Schwitzt. Mit warmen Muskeln im Vergleich zu einem Sportler mit kalten Muskeln? Er ist beweglicher. Und damit ist er auch. Was hast du heute Morgen gemacht? Du warst? Ich war heute Morgen joggen. So. Und wenn du mit kalten Muskeln joggst oder mit warmen Muskeln joggst, macht das ja einen Unterschied. Weil mit warmen Muskeln bist du. Was bin ich denn dann? Ach, jedenfalls nicht schlauer. Schneller. Du bist schneller. Ach mit so, warmen schneller. Muskeln. Weißt du nicht, was du willst. So. Ja. Also. Okay. Also der wenn er. Ah. Wenn er einfach schnell schwimmt. Nein, hat nichts mit Schwimmen. Wenn er schnell schwimmen will, oder nee, er kann schneller schwimmen dadurch, dass die Muskeln wärmer sind als seine Körpertemperatur. Liebe Zuschauer, was ein Glück, habe ich vor einer halben Stunde gesagt, es hat nichts mit Schwimmen zu tun. Aber wir lassen ihn einfach mal weitermachen. Es hat nichts mit Schwimmen zu tun. Er kann schneller kauen. Was macht ein Fisch denn sonst, außer fressen und schwimmen? Naja, bevor er frisst, muss er. Bevor er frisst, ja. Muss er jagen. Genau. Aber was macht er dann? Was macht er nicht schwimmenderweise oder was? Das habe ich ja nicht gesagt. Aber die Muskulatur, die um 15 Grad wärmer wird, sind nicht die Schwimmflossen oder die Schwimmmuskeln. Er muss jagen. Und da. Ah! Weil er sein Schwert ja katapultartig aus seiner Fresse heraus donnert. Ich habe auch gerade Bock, dir was katapultartig in die Fresse zu donnern. Okay, ich löse es auf. Weil du nämlich schon sehr nah an der Lösung dran bist. Extrem nah. Wahrscheinlich. Wir haben nämlich schon festgestellt, es hat was mit dem Schwertfisch zu tun. Ja. Also, diese Muskeln, die sich um 15 Grad oder die um 15 Grad wärmer sind, sind die Augenmuskeln, damit er die Opfer schneller sehen kann. Ach so, sag das doch gleich. Habe ich doch gerade. Ja. Aha. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schoki Banuki. Off the road. Schaltet wieder ein, wenn er nicht dabei ist, da habt ihr mehr davon. Bis dann, ciao. Cheerio, Miss Sophie.